Die Mindmap. Bei einer Mindmap nähen Sie ein DIN A4-Blatt, nehmen es quer. Sie schreiben den zentralen Begriff in die Mitte, machen einen Kreis oder so ein ovales Gebilde darum herum und dann fangen Sie an, die Hauptpunkte wie Äste abzugrenzen. Dann schreiben Sie hier den U1, den Unterpunkt 1 hin. Jetzt besteht der Unterpunkt 1 auch nochmal wieder aus drei Punkten. Und der Punkt hier besteht nochmal aus zwei Punkten. Ja, das ist das Prinzip einer Mindmap. Und damit haben Sie eine Struktur, damit haben Sie das Wo visualisiert und den Inhalt kurz und knapp gepackt über Stichworte. Meine Unterlagen sind ideal dafür. Ja, das Mindmapping und meine Unterlagen gehen ineinander über. Ja, hier schreiben Sie also ein oder zwei Stichwort oder Stichworte hin. Auch hier wieder steht ein Stichwort. Aber dieses Stichwort ist eingeordnet in eine Struktur. Sie wissen, hier ist der Hauptpunkt, um den es geht. Hier ist einer von mehreren. Es gibt offensichtlich vier, ja, das sehen Sie auch dann sofort. Und dieser Unterpunkt zerfällt nochmal in ja, U11, U12, U13, würde man jetzt nach dieser schwachsinnigen Gliederung sagen. Na, also das sehen Sie und das erarbeiten Sie sich am besten auch wieder mit Ihrer Schreibhand. Es gibt hier eine Menge digitale Systeme, ist alles sehr nett und ist möglicherweise auch sauberer, als wenn Sie es selber schreiben. Aber mit der Schreibhand es zu machen, ist besser. Mappen Sie die Sachen. Und zum Abschluss für dieses Video gebe ich noch einen Satz. Ich gebe Ihnen meine Definition von Lernen. Ich habe ein eigenes Video-Coaching dazu gemacht. Ja, in meinem Shop finden Sie das unter BWL Video-Coachings. Ein eigenes Coaching dazu gemacht, wie man überhaupt richtig lernt. Ich gebe Ihnen meinen Leitsatz, meine Definition von Lernen. Lernen ist Produktivität. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Das ist der erste Teil des Satzes. Ist noch nicht zu Ende. Lernen ist Produktivität. Was ist also nicht Lernen? Nicht Lernen ist Texte lesen. Nicht Lernen ist Texte bunt malen mit Textmarker. Wenn Sie da einen mit drei Farben getextmarkerten Text produziert haben, dann kann man das zwar Produktivität nennen, aber es ist schwachsinnige Produktivität. Ja, wenn ich sage Produktivität, dann meine ich intelligente Produktivität, wo was Gutes, Richtiges rauskommt. Ja, Texte lesen ist nicht Lernen, ist Zeitverschwendung. Lernen ist also intelligente Produktivität, da fällt das Lesen raus. Lesen ist nicht Lernen. Lernen ist Produktivität und jetzt kommt der zweite Teil des Satzes, sichtbar gemacht. Das ist mein Leitsatz. Das ist meine Definition des Lernens. Die Grundlage von jetzt mittlerweile über 30 Jahren Erfahrung. Ach, eigentlich länger als 30 Jahre. Lernen, richtiges, kluges, intelligentes Vorgehen beim Lernen ist Produktivität sichtbar gemacht. Wenn Sie also sich hinsetzen und 20 Minuten einen Unterpunkt aus meinen Unterlagen nehmen, ja, Sie haben ja da ein Fach und am Beginn eines Faches haben Sie immer eine Übersicht. Und in der Übersicht finden Sie schon eine Fragmentierung, eine Zerlegung des Faches in Unterpunkte. Und Sie nehmen sich einen, von mir aus jetzt hier den ersten, nehmen Sie raus und übersetzen das in eine Mindmap. Dann haben Sie, sind Sie produktiv und intelligent vorgegangen und Sie haben Ihren Fortschritt sichtbar gemacht, denn Sie haben jetzt eine oder auch drei Mindmaps oder fünf. Ja, Sie müssen nicht das alles auf ein Blatt Papier quetschen, das meinen auch die meisten Leute. Nee, das ist nicht so. Sie können, wenn jetzt zum Beispiel der Unterpunkt U4, der hat jetzt hier, was weiß ich, der geht jetzt noch viel weiter in die Details. Ja, das gibt es manchmal, ist nicht oft, aber manchmal gibt es das. Dann deuten Sie das hier nur kurz an, nehmen ein neues DIN A4-Blatt
und nehmen den Punkt U4, den nehmen Sie ins Zentrum des Blattes. Und dann können Sie sich hier austoben mit den ganzen vielen Unterpunkten. Ja, Sie haben also eine Mindmap für die Grobstruktur, das ist dann die Mindmap, die Sie zuerst produzieren. Und dann gehen Sie mit den weiteren DIN A4 Seiten, immer quer genommen am besten, gehen Sie weiter in die Unterstrukturen. So, und dann haben Sie Produktivität und dann haben Sie Ihre Produktivität sichtbar gemacht. Und das ist nach meinem Verständnis die einzige Form, die Sie weiterbringt. Ja? Lernen ist nicht, irgendwelche Begriffe zu repetieren und dann die Augen gen Himmel zu drehen und diese Begriffe zu wiederholen. Ja, das können Sie machen, wenn Sie ins Kloster gehen und da irgendwelche spirituellen Texte auswendig lernen. Das mag es alles geben. Und das mag für diese Leute auch das sein, was die unter Lernen verstehen, weil da der Moment, wo es drauf ankommt, wo man das Wissen wirklich braucht, ein anderer ist, wie ich gerade beschrieben habe. Ich rede hier, und diese Definition bezieht sich auf Lernen für eine Prüfung und für die Praxis, was hier Gott sei Dank sehr stark Hand in Hand geht. Ich sagte vorhin, Sie kriegen einen praktischen Fall, Sie kriegen ein praktisches Problem, und zwar möglichst eines, das wirklich in der Praxis so vorkommt und nicht konstruiert ist. So, das ist also meine Definition für ein prüfungsorientiertes und praxisorientiertes, erfolgreiches Lernen. Lernen ist Produktivität sichtbar gemacht. Und was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil? Sie wissen endlich verdammt nochmal nicht nur das Was, sondern Sie wissen auch das Wo. Sie wissen die Struktur dieses Unterpunktes hier. Das haben Sie jetzt durch die Mindmap, haben Sie das vor Augen. Das heißt, Sie können nun, wenn der praktische Fall kommt, ich sagte, da kommt ein praktischer Fall und dieser praktische Fall ist im Prinzip ein Problem und dann heißt es nun, machen Sie mal. Entwickeln Sie eine Checkliste, entwickeln Sie ein Ablaufdiagramm, entwickeln Sie einen Ablaufplan, irgendwas. Ja? So, dann können Sie, sagen wir hier, der Punkt, der passt da rein. Und der Punkt, der passt da rein, dann können Sie souverän innerhalb der Struktur operieren. Aber es wird in den allermeisten Fällen nicht so sein, dass in der Prüfung genau dieser Punkt kommt und Sie genau das so abrufen, wie Sie es hier stehen haben. Und weil das so ist, brauchen Sie die Souveränität zu wissen, wo die Dinge hingehören. Das, was man Struktur nennt. Struktur vor Inhalt. Alles Gute, Marius Ebert.